Beate, was hast du von dem Besuch hier in der Lebenshilfe mitgenommen? Ich habe wieder einmal mitgenommen, dass es eine extrem wichtige Arbeit ist, wie man Menschen mit Behinderung, mit Handicap zum einen betreut, begleitet, aber auch versucht, eben in die Gesellschaft zu integrieren. Ich denke, wir sollten eine Gesellschaft werden mit einem Arbeitsmarkt für alle. Da gehört natürlich die Lebenshilfe beispielsweise dazu. Aber wir werden noch viel, viel Arbeit und einen langen Weg vor uns haben, dass sozusagen die Gleichstellung, die Augenhöhe auch für Menschen mit Behinderung gegeben ist. Die Große Koalition hat sofort nach Regierungsantritt den Mindestlohn beschlossen. Man sollte also denken, dass damit alles in Ordnung ist. Trifft das zu? Na, als erstes mal, es war natürlich extrem wichtig, einen Mindestlohn einzuführen. Da profitieren immerhin 5 Millionen Menschen und insbesondere Frauen davon. Und es ist alles auch gut gegangen. Wir haben übrigens keine Jobverluste. Also das ist mal ganz wichtig zu sagen. Aber natürlich reicht es nicht aus. Es gibt immer noch Probleme auf diesem Arbeitsmarkt. Ein Punkt ist, was mir auch persönlich extrem wichtig sind die Befristungen. Sachgrundlose Befristung, vor allem für junge Menschen. Jeder zweite neue Arbeitsvertrag hat ein Verfallsdatum. Und ich finde, das geht nicht. Also von daher wollen wir ja die sachgrundlose Befristung abschaffen. Ich sehe immer noch das Problem beispielsweise bei Leiharbeit und Werkverträge. Leiharbeit und Werkverträge, du hast es gerade benannt. Kannst du die Ungerechtigkeiten bei der Leiharbeit und die Grauzonen bei den Werkverträgen benennen? Und welche Lösung sehen denn die Grünen? Was genau blockiert die CDU und die CSU? Ja, es ist großer Streit gerade momentan auf Bundesebene um diesen angekündigten Gesetzentwurf zur Leiharbeit und Werkverträge. Ich glaube, die streiten sich mittlerweile überhaupt nicht mehr inhaltlich, sondern ich glaube, da geht es um ganz andere Dinge. Wie geht man weiter mit Geflüchteten um und so weiter. Also von daher wird da, glaube ich, was gerade auf dieser Ebene ausgetragen, was gar nicht hingehört. Aber zur Leiharbeit. Ich finde Leiharbeit, so wie sie bei uns geregelt ist, extrem ungerecht. Wir haben immer noch einen sogenannten Tarifvorrang. Das heißt, Leiharbeitskräfte verdienen immer noch weniger als Stammbelegschaften. Sie machen die gleiche Arbeit. Eventuell direkt daneben, aber sie bekommen eben teilweise bis zu 50% weniger Geld. Das ist eine extreme Ungerechtigkeit. Von daher denke ich, braucht es da eine Reform. Die Große Koalition will jetzt Equal Pay, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, aber nach 9 Monate. Finde ich, ist viel zu spät. Und sie wollen dann auch noch die Höchstüberlastungsdauer auf 18 Monate festlegen. Wir sind da ganz anderer Meinung. Wir sagen, wir wollen Equal Pay, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, und zwar ab dem ersten Tag. Und Leiharbeitskräfte sind aus unserer Sicht heraus extrem flexibel. Sie müssen sich immer wieder in neue Belegschaften eingewöhnen. Von daher brauchen die eigentlich dann noch was obendrauf. Und deshalb wollen wir einen Flexibilitätsbonus von 10%. Und damit wäre Leiharbeit nicht mehr ganz so günstig. Und dann wäre ich mir sicher, dass dann Leiharbeit auch wirklich nur dann eingesetzt wird, wenn es betriebswirtschaftlich Sinn macht, nämlich vorübergehend, wenn es personelle Engpässe gibt oder wenn es eine Auftragsspitze ist. So definieren wir Leiharbeit. Wir wollen die nicht abschaffen, aber wir wollen sie darauf zuspitzen, dass man als Betrieb also flexibel wird. Was nicht geht, ist, dass man durch Leiharbeit eben günstigere Lohnkosten hat. Und deswegen finde ich, was Ministerin Nahles machen will, falsch und kontraproduktiv. Wir wollen es über den Preis machen und damit hätten wir, glaube ich, die bessere Lösung. Und bei den Werkverträgen? Ja, Werkverträge ist ein schwieriges Thema. Keiner will natürlich Werkverträge abschaffen. Wenn ich mein Auto in eine Werkstatt bringe, dann ist das ein Werkvertrag. Natürlich, das ist okay. Es gibt auch genügend Werkverträge in der Wirtschaft, wo ich okay finde, wenn man Vorprodukte nach außen gibt. Von mir aus auch die
wenn es darum geht, die Kantinen irgendwie auszulagern. Aber es gibt schon sehr, sehr zweifelhafte Werkvertragskonstruktionen. Also was ich immer noch nicht verstehen kann, warum es sein kann, dass wir in der Fleischbranche Schlachtereien haben, die kaum eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, sondern alles per Werkvertrag auslagern. Also da ist was schief da, wo man eigentlich auslagert, um aus der Mitbestimmung rauszugehen, um aus dem Tarif rauszugehen. Das ist nicht akzeptabel und deswegen muss man gucken, was ist nun ein echter Werkvertrag und was ist eben ein Scheinwerkvertrag. Du machst häufig eine Veranstaltung unter dem Titel »Wenn Arbeit krank macht«. Das scheint dir ein Anliegen zu sein. Um was geht es denn da dabei? Ja, es ist wirklich ein Anliegen von mir, weil wir einfach ein paar Tendenzen haben. Also beispielsweise haben sich die Krankheitstage von 33 auf 60 Millionen im Jahr erhöht, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Und die zweite Alarmglocke war für mich, dass es mittlerweile so ist, dass die psychischen Erkrankungen mit 43% der größte Anteil von Frühverrentung ist. Also, das heißt, wir haben ein Problem. Es ist, manche sagen ja, es gibt eine neue Volkskrankheit, übrigens durchaus auch europäischer Meinung, dass die arbeitsbedingten psychischen Erkrankungen zunehmen. Und das muss man ernst nehmen. Und da gibt es, also das eine ist, was so Stressfaktoren ist, das ist, wenn man prekär arbeitet, wenn man zu wenig Geld hat, wenn man nicht weiß, komme ich über die Runden, was mache ich nächstes Jahr, wenn ich befristet angestellt bin. Und das andere Problem ist einfach, dass bei uns die Arbeitswelt sich extrem verdichtet hat. Es hat sich alles beschleunigt. Wir haben Hetze, also es gibt immer wieder so Umfragen auch bei Beschäftigten, dass über 50% der Beschäftigten sagen, dass sie ständig gehetzt arbeiten, dass sie immer das Gefühl haben, sie müssen eigentlich mehr machen in der gleichen Arbeitszeit. Und ich denke, das muss man ernst nehmen. Man darf nicht sagen, so, das ist ein individuelles Problem, hängt am Menschen oder am Alter oder sowas, sondern das ist schon was, wo es auch ganz knallhart um Arbeitsschutz geht. Und von daher fordere ich schon, dass wir auch so eine Art Anti-Stress-Verordnung bräuchten. Wir haben Verordnungen, was ist giftig am Arbeitsplatz, wie muss der Arbeitsplatz ausgestaltet sein und so weiter. Da gibt es x Vorschriften, aber in diesem Bereich, was produziert eigentlich Stress, wie kann man Stress überhaupt identifizieren und wie kann man den vermeiden, da haben wir nichts. Und von daher, denke ich, müssen wir an diesem Punkt dran. Und das Zweite ist auch noch, dass also wir hören immer Flexibilität und das ist immer so auf die Arbeitgeber bezogen. Ja? Und da sage ich, nein, ich glaube, wir Beschäftigten, wir brauchen auch Flexibilität, wir brauchen mehr Zeitsouveränität, dass wir Arbeit so arbeiten können, dass Arbeit besser ins eigene Leben passt. Also von daher, das ist auch so ein Bereich, wo ich mich damit beschäftige und versuche, Konzepte zu entwickeln. Flexibilität ist keine Einbahnstraße. Genau.